hier akkurat Angriffselbe, Angriffsstimmung! Auf geht's. Cool wäre, wenn er ihn direkt breaken würde, so mit einem Jahr ins Doppel, dann gibt das auch schon mal wieder ein gutes Gefühl. Mit der ersten Aufnahme, Triple, alles so Kleinigkeiten, die gut tun, die einem so ein bisschen Ruhe geben. Max hat in den letzten Wochen auch eine Menge an seinen Darts rumgebastelt, hat viele Darts ausprobiert, wollte auch das nochmal überprüfen, ob das in Ordnung ist, ob er da vielleicht noch minimale Verbesserungen zustande bringen kann. Klasse, verschnellert. 89. Hat eigentlich so zwei Arten, zwei Rhythmen in seiner Wurfbewegung. Einmal hält er kurz an und wiederholt. Ja. Und beim zweiten Mal, das haben wir jetzt gerade gesehen, wenn der erste gut kommt, nagelt er sie einfach mit einer Bewegung durch. Und die perfekte Antwort kommt da von Vincent van der Voort. 81 Punkte Rest. Er ist damit natürlich im Finish-Bereich. Wir wollen mal sehen, wie die Doppel funktionieren. Er ist gut. Hopp macht hier Druck. 97 Punkte. Auch er hat einen Zweitart-Finish. Triple 19, Doppel 12. Doppel 12 zum 1-0. Schönes Auftakt-Leck, 14 Darts. Paul Hinks ist der Caller dieser Partie. 60. Ja, im letzten Jahr war es das Achtelfinal aus. Van der Voort hat auch schon zweimal im Viertelfinale gestanden bei der WM. Zuletzt 2015. Damals verlor er dann gegen Phil Taylor mit 3:5 Sätzen. Er stand im UK Open Finale 2007, also auch schon ein Weilchen her. Hatte ja in den letzten 5-6 Jahren wirklich ein Auf und Ab in seiner Karriere. Vor rund 2 Jahren war er kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und dann gewann er aus der Qualifikation heraus das European Tour Turnier von Salzburg. Und von da an ging es wieder aufwärts. Plötzlich stand er wieder in den Top 15 der Welt. Aktuell ist Van der Voort die Nummer 20. Der hier ist die 38. Er will mit einem guten Ergebnis bei der WM in die Top 32 einziehen. Das heißt aber auch Van der Voort hier und heute bezwingen. Auch nicht, aber der will breaken. Das ist nicht sein Leck. Das ist Bonus für ihn alles hier. 88 noch, die Triple 16. Die passt auch noch, was steht. Sehr guter Anfang, auch von Vincent. Ja. Hat hier ein Average von 108 Punkten. Auch wenn mal gerade nur zwei Lecks gespielt sind, noch nicht die Aussagekraft. Und dennoch, das beschreibt ganz gut diesen qualitativ hochwertigen Start des Niederländers. Doppel 20. Erster Fehlversuch auf dem Doppel. Okay, das war der erste Fehler im Spiel von Van der Voort. 82 Punkte Rest. Das muss weg, sonst wird das alles zu einfach für Vincent. Der muss weg. 17. Und tot. Deutlich, deutlich. Das ist 13 Zentimeter zu tief, wie ärgerlich. Hat er sich nicht ganz getraut, glaube ich, hat zu lange festgehalten. So Millisekündchen zu lange festgehalten. Und da ist er schlicht und einfach verhungert. Oh, da sind die Türen noch auf. Ja, dann schnapp ich dir jetzt, lege ihn dir zurecht und beiß ihn auch ein Stück auf die Schulter. Doppel 10. Jawohl. Gut, mittig. 1-1. Macht auf mich einen guten Eindruck, Max Hopp. Und 77 Punkte, ja. Perfekt begonnen. Der wird die 9 aufblinken bei Van der Voort. Ja.
Maxa die einmal anticken Variante, wenn er den ersten Dart abfeuert, um ihn vernünftig zu zielen und dann den anderen einfach nachziehen, weil er sich das wahrscheinlich auch abgeguckt hat. Ich sag's ja immer wieder, abgucken beim Dartsport macht Sinn. Und wollen wir hoffen, dass er sich da in den letzten Wochen dann halt so stark verbessert hat, dass diese Wurfbewegung auch Sinn macht. Seht ihr das? Jetzt ist er erst im Triple und er zieht die anderen nur noch nach und wir gucken, und das scheint für ihn Sinn zu machen. Guter Score. Tja, gegen diesen Walk-Off-Shop von Vincent van der Voort hast du natürlich keine Chance. Ja, jetzt wieder einen anderen Wurfstil, also faszinierend, wie er da hin und her switcht. Na gut, das muss auch erstmal alles verinnerlicht werden, das muss auch erstmal alles rein in die Börde. Also so wie wir es jetzt gerade am Ende gesehen haben, das ist eigentlich die klassische Wurfbewegung bei Max Jung. Das andere, dass er sofort durchzieht, das ist eher neu. Er hat in diesem Jahr immer wieder mal ein bisschen ausprobiert. 101 Rest, 99, 148 für Van der Voort. Der hat jetzt auf einmal Druck. Er wird diese 148 nichts checken können und damit gibt es eine Break-Chance für Hopp. 79 Punkte Rest. Einen Dart auf Tops. Auch der ist relativ weit unterhalb. Heißt normalerweise, ich bin das Feld nicht aggressiv genug angegangen. Doppel 15. Schade, Möglichkeit war da für Hopp. Der Dutch Destroyer schnappt sich das 2:1 in den Legs hier in Satz 1. WM 2017. Das können Sie schon. Gutes Buch, viele Bilder, macht jede Menge Wind. Alles richtig. Und jetzt sieht er natürlich sofort die Lücke. Dafür ist er so ein erfahrener Mann. Er sieht die Lücke. Max ohne Triple. Ich tue ihm maximal weh. Und dann, wenn ich danach selber 41 werfe, ist egal. Max denkt erstmal nur über meine 180 Konto nach. Und hier sehen wir es. 6 Starts ohne Triple. Das ist hart. Das ist in dieser Branche einfach auch nicht wirklich lang überlebbar. Nummer 5. Nein, Van der Voort hat ja mal einen neuen Data hautnah miterlebt da oben auf der Bühne. Von Dean Stanley. Der dann über die ganze Bühne rannte, nachdem ihm das perfekte Spiel geglückt war. Ja, da war auch der Regisseur das erste Mal kurz vor Herz und Frank, der hat alle 27 Kameras gleichzeitig aufgerufen. Wo ist der Bursche? Der ist ganz komplett rausgerannt aus dem Bild. Mein Gott, ist das ein Leck von Van der Voort. Man braucht 3 Lecks für einen Satz, liebe Zuschauer. Nochmal für all die, die sich im Darts noch nicht so auskennen. 501 Punkte auf 0 gespielt sind ein Leck. Und wenn ich einen Satz habe, bin ich 2 Sätze vom Sieg entfernt. 141 Punkte bei Hopp, 46 für Van der Voort. Auf den Doppeln schwächelt er bislang hin und wieder. Diesmal nicht. Sehr, sehr gutes Leck von Van der Voort. 1-0 für ihn. Lecker mit dabei. Hopp war ja damals bei seinem WM-Debüt der zweitjüngste Starter in der Geschichte. Inzwischen sagen viele, er hat Erfahrung sammeln können. Er muss jetzt allmählich auch mal punkten. Also das sagen viele Kollegen von ihm auf der Tour. Ja, das 5. Jahr, ne? Also da kann man auch eine kleine Entwicklung erwarten. Und er hat ja nun auch eine gemacht, das kann man ja nicht abstreiten. Er ist ja stabiler und stärker, er ist mittlerweile bei Average um die 90 plus. Unterwegs, aber Max hat noch so ein paar Nebengeräusche, die er unbedingt in den Griff kriegen muss. So ein paar Sachen, die nicht so ganz passen. Sind irgendwie sich Gedanken machen, Dinge, die eigentlich nicht zu seinem Spiel gehören, sondern das Umfeld betreffen. Was habe ich für eine Walk-On-Musik? Was mache ich hier? Was mache ich da? Da kann man noch so ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dass man ihn so ein bisschen einschießt und sagt, Alter, du sollst Darts werfen. Völlig egal, was da links und rechts passiert. Das sind aber noch Dinge, die wahrscheinlich auch eben an der Jugend geschuldet, wenn du 20 bist, willst du auch gut aussehen, du sollst tolle Musik haben, alles soll cool sein, blink, blink, alles easy going. Aber das hat mit Dart halt irgendwie wenig zu tun. Van der Voort hatte uns ja im Gespräch gesagt auf der Road to Ellie Pelli, dass das für Hopp natürlich schwer ist, mit den hohen Erwartungen zurechtzukommen. Wir haben vielleicht das Beispiel, warten wir mal eben, das ist hier die dritte 180 von Max Hopp.
Das Beispiel Jeffrey de Graaf, der kann wirklich im Schatten von Van Gerven, Klaassen, Van Barneveld, Benito van der Paas groß werden. Also er kann wirklich, ohne dass alle auf ihn gucken, versuchen sie zu entwickeln. Bei Hopp gucken sie logischerweise alle genau hin in Darts Deutschland, denn er ist die ganz große Hoffnung. Ja, Doppel 18 erwischt, klasse. 1-0, Führung hier in Satz Nummer 2. Das war so eines der Legs, die wir jetzt von ihm ein paar Mal sehen wollen. Schöne 15 Darts. 180 sogar noch dabei. Alles gut. Guter Start nach dieser Pause. Zum Abschluss. 98 Punkte damit. Ja, guter Rückschuss. Jetzt bei Hopp. 180 Nummer 4. Starker zweiter Satz. Also bis hierhin, was Hopp spielt, ist gut. Van der Voort im ersten Satz enorm stark. Überraschend stark für mich. Aber das, was er jetzt hier zeigt, daran muss er festhalten. Das muss er konservieren können. 40 Punkte, macht 181 Rest. Noch einen Dart. Und damit ist er im Finish-Bereich. 164 Punkte Rest. Aber 6 Darts Zeit dafür für das Break. Das müsste er ausnutzen können. Bis jetzt hat er einen guten Lauf in den letzten Minuten. Sehr schön, 104 Rest. Und nochmal. 86. Okay. 68, 66 Rest. Ja. Mal sehen, ob das Doppel jetzt ein weiteres Mal so gut läuft. Vincent winkt schon ab und sagt, kein Score, das nervt, das langt. Wird nicht reichen, weiß er jetzt schon für dieses Leck, weil das Leck wirklich Hopp jetzt mit Tops. Muss einen Schritt nach links gehen. Da ist dieser Dart schon ein bisschen im Weg. 123. Ein Halbfinish haben wir bislang noch nicht gesehen. Also ein Finish von über 100 Punkten. 18. Bullseye. Deutlich vorbei. So. Die 2-0-Führung ruft einen Namen. Doppel. 20. Klasse. 2-0. Bald die Faust. Dreht auch nicht durch. Genau das richtige Maß an Emotionen. Das ist ja auch wirklich ein Lernprozess, ja. dass du nicht abgehst wie ein Zäpfchen, wenn du hier ein Leck gewinnst. Wenn du es nicht gewohnt bist. Bei Kim Heibrechts, der ist es gewohnt, der, wenn er es nicht tut, dann platzt er wahrscheinlich. Also Max ist eine andere Baustelle dabei. Shorty Van der Voort, ja einer der schnellsten Werfer auf dem Circuit, ist das schwierig, dass man den eigenen Rhythmus beibehält, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt? Ja, der ganze Anfang vor allem, wenn du selber noch ein bisschen nervös bist und dein erstes Spiel da oben auf der Bühne bestreitest und versuchst dein Spiel zu finden, dann bist du mit den Resultaten, wenn es nicht so ganz von Anfang an brennt, sehr schnell unzufrieden und willst schnell wieder ran und willst das verbessern und verlierst dann relativ fix den Rhythmus. Aber, Vincent van der Voort war mal einer der schnellsten. Also mittlerweile ist das ein absolut beherrschbares Tempo. Da ist nicht mehr viel los, dass du da hinten jetzt großartig Stress kommst. Die 580. Klasse. Lächeln. 580er. Ich meine, die haben wir von Hopp bei einer WM-Partie noch nicht gesehen. Das sind richtig viele. Wir sind jetzt Mitte des zweiten Satzes. 161 ist. Van der Voort noch nicht im Finish-Bereich. 6 Darts Zeit für 161 Punkte. Für 101 Punkte. 84 und wieder rauf. Stark. 24 Rest. Richtig gut. Ja. Max spielt richtig, richtig gut. Doppel 12 wartet auf ihn. 105 Punkte bei Van der Voort. Sollten Hopp jetzt nicht interessieren. Für ein 3-0 Set. 3 Darts in der Hand. Ja, und der sitzt. Klasse. 1-1. Und jetzt lässt er ein bisschen Luft raus. Hervorragender Satz von ab. Sein, was zu gewinnen. Es geht um diese 180 Premier Darts CD, Doppel-CD mit 44 Walk-On-Liedern drauf. Die Probleme bei Van der Voort sind da. Max hat sie erkannt und hat tolle Spiele aufgezogen. Ich hoffe, er kann das jetzt hier weiterziehen, weil jetzt geht's ohne Pause zum
Sieg und ab in die zweite Runde maximal. Haben gerade noch mal nachgeschaut. Vor 2 Jahren in Runde 1 gegen Mervyn King, da hatte Hopp am Ende 10 180er. Also an dieser Marke ist er noch nicht dran, aber es ist ja auch noch ein Stück zu spielen. Van der Voort wird auf jeden Fall mitbekommen haben, dass Hopp gut drauf ist. Dass er ein gutes Match selber spielen muss, um den Deutschen hier in Schach zu halten. 2,61 Rest. Reißer da, nach 5, nochmal ein. Jetzt wird dann nochmal dran zieht, dann gibt es die Break Chance, nochmal eine schöne Runde. Darf er mehr sein? Ah, nein, da nicht. Ja, danke. Schön, das da. Erleben wir aber sehr wenige Ausreißer nach rechts oder links, in die 1 oder in die 5. Das ist ja eine Stärke dieser Wurftechnik von Hopp, dass er unheimlich gerade ist mit seinem Arm. Das sind 120 Punkte. Rest. 180 für Hopp, die sind ja nicht zu checken, aber auch nicht totwerfen. Mach hier keinen Dirk von Dievenbode. Jetzt sind wir bei 155, da gibt es auch mal eine Triple 19 für. 136 bleiben, das ist nur ein Brett, aber erstmal Van der Voort, 17 Tops, 2 Darts hat er dafür, für Tops, fürs 1-0. Aber das Business as usual, das ist kein Problem für Max, wenn das passiert. In der Doppelquote hat Max Vorteile. Hopp steht bei 50%, Van der Voort steht jetzt bei rund 25%. 116 kann er mit 2 Darts nicht mehr checken, aber dranbleiben. Dranbleiben, das müsste Max aus dem zweiten und vor allem auch ersten Durchgang gelernt haben. Es werden immer wieder Chancen kommen. Doppel 5. Das sind keine Marker, aber die kann er nicht als Bande benutzen. Er überwirft sich, das war die Doppel 20. Und plötzlich steht Hopp bei 40 Punkten Rest und hat die Chance, hier doch noch dieses Leck zu holen, also ein Break zu schaffen. Erster Dart sitzt, 1-0 Führung, Kopfschütteln bei Van der Voort. Hat sich da eben auch kurz mal an den Rücken gegriffen. Ja, hat nur gejuckt, da hat er sich nur gekratzt, weil er sich geärgert hat. Ich will ja keine Ausrede hören, hier jetzt habe ich keine Rückenprobleme und deswegen habe ich verloren. Läuft nicht, Freund der Sonne. Kannst du verbrennen. Max macht hier eine tolle Partie und kann endlich mal die Fehler nutzen, die bei anderen passieren. Und wird nicht andauernd erwischt, wenn er mal selber einen kleinen Fehler macht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und Vincent fängt auch so ein bisschen an zu denken, Mann, du, das war aber mal einfacher vor 2 Jahren. Die Entwicklung von Hopp ist also da, das kann man mal ganz klar sagen. Ja. Zu Ende bringen muss er es trotzdem. Ja. Max hatte zuletzt einige Auftritte auf TV-Bühnen. Er hat selbst gesagt, dass ihm das sehr, sehr gut getan hat. Beim Grand Slam of Darts ging es ja in der Gruppenphase zunächst los. Das waren dann 3 Matches, die er bestritt. War nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute sehen. Average steht übrigens bei rund 96 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. So ein 96er Average, das war das damals vor 2 Jahren übrigens auch in Runde 1 gegen Mervyn King. Damit hat er King bezwingen können. 134 Punkte, 207 Rests. Hopp mit der Chance, in den Finish-Bereich zu kommen. 72 Punkte ist er davon entfernt. Das sind 40, 202 Rest. Schade, schade, schade. 20 Rest. Das war die Triple 4. Gucken, was Vincent dann macht. Nicht, dass er sofort einen Rebreak ragelt, aber es riecht danach. 127. Naja, gut, so ein Schabit auf Doppel ist er auch nicht heute. Der hat nur 18%. Da ist also noch alles Roger für Max. Jetzt eine kleine Vorlage, 2 Triple und schon sind wir wieder im Geschäft. Wunderbar, Nummer 1 passt. 110 noch. Sehr gerne. Klasse. 50 Rest. 107. Weiterhin gab es noch kein High Finish hier. Das sind 47 Rests. Doppel 16 für Van der Voort. Er will die 16. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Double Trouble bei Van der Voort. Und jetzt ist es die nächste Möglichkeit für Hopp. Vom Fehler des Gegners zu profitieren. 18, Doppel 16. Ja, jawohl, da muss ein Doppelquote geht jetzt an die 60% ran. Exzellenz, klasse, was Hopp bis hierhin spielt.
Und hoffentlich kann er das jetzt auch ins Ziel bringen. Das war zuletzt so der Knackpunkt bei ihm. Vor allem im Match gegen Brandon Dolan beim Grand Slam of Darts. Da hat er alles richtig gemacht bis zum letzten Leg und er traf die entscheidenden Doppel dann nicht. Noch sind wir nicht so weit und noch sieht es danach überhaupt nicht aus. Da ist noch ein bisschen was zu gehen hier. Aber er macht es wirklich toll, starke Verbesserungen zu sehen. Wirklich ein muffiges Selbstvertrauen auf der Bühne. Das ist ein bisschen, was er jetzt mittlerweile drauf hat, was er kann, ist auch bei ihm eingesickert, dass er es drauf hat. Glaube da dran und loslassen wieder. Schön, 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 schön. Und wenn man ihn so erlebt, Jordi, dann spielt Max genau auch sein Talent, seine Fähigkeiten aus. Er hat eine tolle Präsenz auf der Bühne. Er strahlt eine Ruhe aus da oben. Das kriegt natürlich auch der Gegner mit. Das sind Dinge, die du nur ganz schwer trainieren kannst oder lernen kannst. Die hast du oder du hast sie eben nicht. Hopp hat sie. Er muss natürlich dazu auch noch seine Darts sprechen lassen. Und das tut er bis hierhin. Sehr schön korrigiert hier, auch mit 2 Triple 19ern erfolgreich, wenn die 20 nicht will. 107 für Van der Voort, 88 und 28 bleiben da stehen. Vielleicht kann der Hopp noch mal ein bisschen drücken, weil wie gesagt, 17er Quote auf Doppel ist wirklich für den Eimer. Da passiert quasi gar nichts die ersten drei Darts. Das ist ein bisschen. Das ist aber auch das Leck von Van der Voort. Er holt sich also sein eigenes Leck in die Heimat. Der Dutch Destroyer verkürzt auf 1:2. Sport1.de/Dartshop. Dort gibt's auch die Darts vom Maximizer. Guter Start in dieses vielleicht ja schon letzte Leck des dritten Satzes. Drei Lecks brauchst du, um einen Satz zu holen. Und das sind 4 Punkte. Das sieht ganz gut aus hier. Der Start von Max und ein Fehler, ein großer, grober, dicker Fehler von Van der Voort. Den kann er noch bis ins Ziel retten. Na ja, wunderbar. Der erste drinsteckt, dann knallt es hier im Gebäck. Nummer 6. Nein, ganz 580er und jetzt 6 Aufnahmen mit 2 Trippeltreffern bei Max Hopp. Average steht weiterhin bei 95 Punkten. 2:21. Weg ist nicht mehr weit, um hier mit 2:1 in den Sätzen in Führung zu gehen. Unheimlich gute Quote da oben auf die Triple 20. Die funktioniert. Das Training hat sich gelohnt. Er hat intensiv gearbeitet, der Maximizer. 81 ist. 96. Triple 19, Doppel 12. Und er hat Zeit. Triple 12. Satzführung. Zum ersten Mal geht Hopp in den Sätzen hier in Führung. Er braucht noch einen Durchgang, um es zum zweiten Mal in seiner Laufbahn in die zweite Runde zu schaffen. Hatten wir noch nie einen Deutschen in Runde 3 im Achtelfinale. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal dieses Match hier ins Ziel bringen. Auch Van der Voort wird wissen, dass für ihn hier logischerweise noch alles möglich ist. Ja, bis jetzt haben wir, oder sind wir noch davon gekommen, noch gab es keine längere 2-3-minütige Schwächephase von Max, sondern der hat hier einen richtig guten Lauf und er legt ihn gerade, das ist sehr gut. Jetzt könnte er sich sogar eine kleine Schwächeperiode leisten und das Set abgeben, ist Banane. Er ist mit dieser Setführung vorne, ich will nichts beschreien, ich sage nur, er hat einfach ein bisschen Puffer jetzt dazwischen. Er wird nicht sofort bei irgendeinem kleinen Fehler so brutal bestraft, dass das hier alles zu Ende geht. Und er hat einen sehr schönen Zug am Leiter, der ist sauber. 120 Punkte. In Runde 2 wartet übrigens der Sieger aus dem Match von Kim Heibrechts und James Wilson. Die beiden spielen heute Abend die letzte Partie. Kein Finish für Van der Voort. Aber auch kein Finish für Hopp. Van der Voort auf dem Weg zum Break. Weit oben und
vorbei in die 5. Ja, ja. Den letzten noch reingewirkt, sozusagen. 77 Rest für Thunderford. Und 204 für den Maximierer. Dann wollen wir nochmal sehen, dass er die 180 Nummer 6 da reinprügelt für Doppel 12. Okay, den noch nicht. Finish. 77, was macht Van der Ford jetzt? Kommt er mal wieder ab und an Doppel um die Ecke? Tops, müsste es sein. Noch nicht. Und wenn er ihn jetzt erwischt, dann gibt er ihm richtig Deckzettel mit. Und ich glaube, dann geht die anderen beiden Legs auch ins Hause auf. Come on! Hätte zwei Drittel gebraucht für 146 Punkte. Also zumindest eines ist ein 46 Rest. Van der Ford weiß, er muss es jetzt mit dieser Aufnahme machen. Chance zum Break. Das ist ein Marker. Den kann er anspielen. Der geht runter. Doppel 10. 1-0 Führung für Van der Ford. Der Niederländer schafft einen Break. Und darf jetzt das zweite Leg selber beginnen. Und man merkt ihm an, der hat das Ding natürlich noch längst nicht abgeschrieben. Warum auch? Aber er ist auch nicht zufrieden. Und das ist der große Vorteil von Max. Er macht hier eine super Partie und kann sich eigentlich nur steigern und das genießen. Und hier wieder so satt drinne der Erste. Sehr schön. Und hinterher... Ah, schade. Alle Vorteile für Hopp. Auch in diesem Leck 6 Darts ohne Triple von Van der Ford. Dann kann er sofort wieder alles gerade rücken. 100. Jawohl. Versucht den zweiten vom Rhythmus her gleich wieder nachzuwerfen. Im dritten dann doch diese kleine Pause zu geben. Mein Eindruck ist, dass diese Pause ihn eigentlich gut tut. Dass das der konstantere Wurf ist. Hat irgendwie auch ein bisschen mehr Ruhe. Ja, das sehe ich mehr oder minder genauso, weil es ist ja schon eine sehr runde Bewegung möglich, um oder nötig, um sofort wieder denselben Punkt zu treffen wie den da davor. Und er macht dieses einmal Wippen quasi, wo ist das Feld und dann rein, macht einfach mehr Sinn und gibt dir vielleicht auch mehr Ruhe. Aber man kann nicht in den Kopf von Max gucken. Wenn der jetzt gerade das Gefühl hat, oh, das sieht super aus, gleich hinterher, Batsch. Dann haben wir ja gesehen, hat es immerhin 280er schon mal geregnet. Also warum sollte er das Vertrauen nicht haben, dass er da nochmal durchgeht? Es besteht ja auch keine Pflicht quasi, dass er es immer gleich machen muss. Wenn es gerade vom Gefühl her so passt, dieser Mischmasch ist nicht weiter gefährlich, also nicht weiter schlimm, weil er trotzdem den Naht immer selbst festhält, also er sich immer dieselbe Bewegung macht. Ja. Van der Ford ist ein bisschen frustriert, bekommt zu wenige Drittel zusammen. Doppel 16 fürs Break. 16 hat er schon getroffen. Diese Doppelquote ist so stark. Hopp macht das verdammt nochmal richtig gut. 1-1, alles wieder offen. Hier in Satz Nummer 4. Und er beginnt ja die ungeraden Legs. Jetzt noch zwei eigene Legs ins Ziel bringen. Dann ist er durch. Dann hat er die Nummer 20 der Welt hier aus dem Weg geräumt. Das sieht sehr gut aus. 59. Ah, stark. Also das wird der, was er jetzt, muss man sagen, schon fast sagen, das macht er. Aber ich will es nicht zu früh sagen. Man will es einfach irgendwie nicht mehr beschreien, weil man so oft schon mehr oder minder, ich habe nichts gesagt. Einfach weitermachen. Ja, das kommt auch jetzt so inzwischen das zusammen, was man bei Van der Ford ja aus deutscher Sicht so ein bisschen gehofft hatte, dass der einfach auch nicht so sein A-Game auspacken kann. Ganz genau. Er ist unheimlich gut in dieses Match reingekommen, hat einen tollen ersten Satz gespielt, Van der Ford. Inzwischen aber ist sein Average mal auf 90 runtergesackt. Also Hopp hat einen höheren Average als er, hat auch viel mehr Triple-Treffer und vor allem auch die bessere Doppelquote. Von den Statistiken ist das letztlich identisch, wie wir das auch vom Ergebnis her erleben. 240 Punkte, 70 Punkte weg vom Finish-Bereich. Kommt ein Drittel, dann steht ein Finish. Muss dann ein bisschen umher marschieren, um diesen ersten Dart herumlaufen. Das war die 4. 196 Rest. Ja, er hat
wirklich Probleme. Er hat wirklich Probleme, Vincent van der Voort, und Max kann das jetzt nutzen. Ich schwöre es euch. Er kann es nutzen und schraubt ihm hier ein 3-1 an. Ich lege mir jetzt fest, Banane. Er macht es jetzt. Jetzt kommen wir mal die 180 Nummer 6 für 16 Rest. Klasse! Brillant! Die Doppel-8 ist vorbereitet. Van der Voort immer wieder mit Fehlern. Einmal geht es in die 1, jetzt ging es in die 5. 85 Punkte für ihn. Die Doppel-8 für Hopp. Hat so eine gute Quote, dass bei 3 Darts überhaupt nichts passieren wird. Wieder ist der erste Dart im Ziel. Doppelquote steht bei über 60%. 2-1 Führung im vierten Satz. Hopp braucht noch ein einziges Leck, dann steht er in der zweiten Runde. Dann hat er ein richtig, richtig gutes Spiel gezeigt. Genau, und das war's jetzt. Kein Triple bei Van der Voort. Und Hopp wieder mit dem ersten erfolgreich. Prima. Schönes Match. 140. Sechser, so eine Tribüne, das muss die Fahrkarte in Runde 2 sein. Das muss es jetzt einfach sein. Ruhig bleiben, Jung. Ja, er hat überhaupt keinen Grund, dafür vielleicht jetzt irgendwie mal zurückzudenken. Ich habe Partien nicht zugemacht. Quatsch, es läuft fantastisch auf die Doppel. Und mit dieser Quote, die muss ihm stärken, die muss ihm Selbstvertrauen geben. Nochmal nur 140 von Van der Voort, 241 Rest. Aber Hopp sitzt ihm auf der Pelle. Und wieder diesen fantastischen ersten Dart, den er das ganze Spiel überzeugt. Starke Waffe. 161. Er wird gleich rankommen und hat dann seine erste Chance, das Match zuzumachen. Und das 161er haben wir alle noch von Mervyn King im Gedächtnis. So hat er das auch letztes Jahr gemacht. Vor zwei Jahren. Er ist auch in Runde 2 marschiert. Mit dem 161er. Tu es noch einmal, Baby. Triple 19. Klasse. Wenn Van der Voort diese 141 jetzt nicht checkt, er wird sie nicht checken. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum soll er sie jetzt checken? 81 auch für Van der Voort. 62, das geht nicht mehr. Und jetzt gibt es die Matchstarts für Hopp auf der Doppel 12. Jetzt noch mal ruhig bleiben. Jetzt noch mal cool bleiben. Und jetzt den letzten Dart auch versenken. Erster, zweiter, dritter. Au! 15 Rest. 12 bei 2. Rest. Jetzt no score. No score. Einen Punkt Rest gibt es nicht. Überworfen. Jetzt aber. Doppel 6. Doppel 6. Komm, belohn dich, Baby. Und er ist es. Max Hopp bezwingt die Nummer 20 der Welt, schlägt Vincent van der Voort mit 3-1 in den Sätzen und er spielt eine richtig, richtig gute Partie. Ein Average von 95 Punkten, 680er und eine Doppelquote von rund 50% beim Maximizer. Das sind exzellente Werte und da geht jetzt ganz schön Druck von seinen Schultern. Mann! Er hat selbst gesagt, alle haben so viel darüber geredet, was ich hier machen soll. Er hat so viel ausprobiert, er hat so viele Stunden in Training investiert. Und jetzt lässt er sich zurecht von den 3.500, die am Alley Pally feiern. Glückwunsch, Glückwunsch an den Maximizer. Er steht also in Runde 2 und er wird es, wie gesagt, dort zu tun bekommen mit dem Sieger der Partie, Kim Heibrecht und James Wilson. Puh, ja. So, jetzt geht's.